Welche drei Fragen stellen wir Ärztinnen und Ärzte uns eigentlich jedes Mal wirklich, wenn wir neue Patienten zu uns ins Krankenhaus aufnehmen? Nehmen wir das Beispiel einer bauchchirurgischen Sprechstunde, in der sich eine ältere Dame bei uns vorstellt. Die erste Frage lautet: Was hat diese Patientin? Und in der Geschichte ist die Antwort vielleicht Darmkrebs. Die zweite Frage lautet: Ist unser Krankenhaus eigentlich der richtige Ort, um diese Patientin zu behandeln, um ihr zu helfen? Und im Falle dieser Dame ist die Antwort ja, es braucht eine dringliche OP. Und dann kommt die dritte Frage, die da heißt, was machen wir denn jetzt eigentlich? Der Moment, in dem eigentlich alle notwendigen, relevanten, diagnostischen und therapeutischen Schritte jetzt geplant werden müssten, um die Behandlung auf den richtigen Weg zu bringen. Und seien wir mal ehrlich, das ist ein Moment, der häufig von außen als einfach wahrgenommen wird und in Wirklichkeit ultrakomplex ist. Denn wir Menschen sind ja nicht super gut darin, immer frühzeitig all das zu planen, was wir in den nächsten Tagen, Wochen, manchmal auch darüber hinaus brauchen. Und wir Ärztinnen und Ärzte sind da wahrscheinlich nicht anders. Deswegen ist dieser Moment so wahnsinnig wichtig und deswegen sollten wir uns aus meiner persönlichen Wahrnehmung trotzdem sehr, sehr stark auf diesen Moment fokussieren und alles tun, was es möglich macht, um frühzeitig umfassend zu planen, was es braucht. Wir nennen diesen Moment den Gumi-Moment und wir glauben daran, dass er fundamental die Versorgungsqualität für unsere Patientinnen und Patienten verbessern kann und die Arbeit für uns in Krankenhäusern.